So, grüße euch hier bei Teil 2. Im ersten Teil habt ihr noch gesehen, wie der Drink mit Chlorella-Pulver, dem Koriander und dem Bärlauch hergestellt wurde und da, wie ich den vorgetrunken habe. Jetzt geht es auf jeden Fall zum Kochen, eine besonders leckere Nudelsuppe. Deswegen komme ich hier zu folgenden Zutaten: eine Handvoll Knoblauch. Ihr könnt dann, also von hier, von der Knoblauchzehe quasi, aus dem Bioladen. Einen Link habe ich natürlich in der Beschreibung zu den Produkten, die ich euch zeige. Also von daher easy going. Ihr findet alles unten in der Beschreibung. Dann wieder mit Koriander wird gekocht und mit Bärlauch wird gekocht. Warum? Einfach deswegen, weil die Chinesen zum Beispiel mit Koriander in ihren Suppen schon radioaktive Stoffe schneller ausleiten. Um ein Vielfaches schneller als wir hier in unserem Breitenkreis. So, ich schäle mal kurz den Knoblauch. Die Knoblauch ist genauso essentiell, um die Giftstoffe auszuleiten, weil sie eben die Schwermetalle bindet im Körper. Schaut euch da das Video mal von dem Dr. Klinghardt an. Der erklärt ganz genau, ausführlich, wie das funktioniert. Kann ich euch empfehlen. Der Link zu Dr. Klinghardt ist unten in der Beschreibung. Und wer das nicht interessiert, wenn es nicht interessiert, der macht das einfach mal zu Hause und versucht das hier, was ich versuche. Und ihr werdet merken, dass es euch wirklich gut tut. Macht das mal eine gewisse Zeit lang. Ist wirklich eine gesunde Sache. Die Knoblauch wird natürlich klein geschnitten, in kleine Stücke. Wenn ihr eine Raspel habt, dann könnt ihr die auch raspeln. Passt auf, dass ihr euch nicht in die Finger schneidet. So, das ist der Knoblauch. Dann drei Tomaten. Die werden halbiert. Einmal in der Mitte durchgeschnitten. So. Gebt ihr die Tomaten zusammen mit dem Knoblauch und etwas Bratfett in die Pfanne. So, ich brauche jetzt eine Hand frei, Moment. Das Ganze wird jetzt erhitzt, angebraten. Das lasse ich jetzt hier gerade mal so liegen. So. Parallel dazu bereite ich jetzt hier die Linguine vor, aus Hartweizengrieß und natürlich Umkehrosmose. Ich bringe das Wasser jetzt zum Kochen und gebe dann die Linguine dazu. So, die Tomaten und die Knoblauch brutzeln schon. Das Wasser hat vielleicht die Siedetemperatur erreicht. Ich gebe jetzt bereits die Linguine dazu. In Österreich und der Schweiz gibt es, glaube ich, keine Knorr-Delikatessbrühe. Deswegen habe ich einen Link in der Beschreibung. Ihr könnt aber natürlich auch von Rapunzel eine Bio-Delikatessbrühe nehmen. Die schmecken alle sehr, sehr lecker. Man kann die auch für Salate und andere leckere Gerichte verwenden. So, das Wasser fängt gleich an zu kochen. Ein Löffel, ein bisschen mehr, einen halben Löffel. Und dazu die Tomaten und der Knoblauch. Und etwas Bratfett. Und natürlich dazu etwas Bärlauch und etwas Koriander. Das Ganze nochmal richtig gut umrühren.
etwas runterdrehen. Anbei möchte ich euch nochmal sagen, der Koriander, der Bärlauch, der Knoblauch sowie auch Chlorella ist alles unten beschrieben. Und wenn ihr Appetit bekommen habt, macht euch mal so eine Suppe. Die Suppe ist wirklich lecker. Auch die Knorr-Delikatessbrühe ist zu empfehlen, schmeckt sehr, sehr gut. Oder nehmt von Rapunzel eben eine Bio-Brühe, sage ich jetzt nochmal. Ist alles unten verlinkt. Und schaut auch nach Dr. Klinghardt. Dessen Videos sind sehr zu empfehlen. Ich baue da ebenfalls die Links ein. Alles in der Beschreibung. Wer tiefer in die Materie gehen möchte, guckt sich die Videos von Dr. Klinghardt an. In diesem Sinne, Leute, guten Appetit, dranbleiben und bis bald.